Willkommen bei Leonor Sweet Creations. Ich bin Leonor und in den nächsten Wochen werde ich eine Reihe an Videos veröffentlichen, in denen ich euch zeige, wie man mit verschiedenen Tüllen Cupcakes verzieren kann. Heute spritzen wir mit verschiedenen Größen von runder Tüllen. Ich habe hier dreimal dieselbe Spritztülle, dieselbe große, in drei verschiedenen Farben. Und das ist die Nummer 1A von Wilton. Das ist ungefähr 15 mm Durchmesser. Dann habe ich ein Nummer 12 Wilton, es ist Nummer 8 mm Durchmesser. Und dann habe ich ein 6 mm Durchmesser. Dann habe ich unsere Cupcakes, ein paar Schoko, ein paar Vanille und ich werde euch 9 verschiedene Techniken, um sehr schöne Cupcakes zu verzieren, ohne nichts anderes als ein runde Spritztülle. Wir fangen an mit unserer großen. Erste Technik ist, was ich nenne, Schneckennudel. Und das ist sehr einfach, ist einfach von außen bis innen umherum zu spritzen. Stopp und jetzt weg. Da kann man auch eine Blume als Verzierung hier oben machen und noch schöner machen. Eine Variation von dieser Schneckennudel ist ein ganz flache Schneckennudel zu machen. Und jetzt fangen wir anstatt von außen, wir fangen in der Mitte. Da kann man auch eine Blume dazu machen. Braucht man aber nicht, es ist schon genug ohne Blumen. Die letzte Variation von dieser Schneckennudel ist die höchste Version. Wir machen so einen Punkt hier und mit Creme in der Mitte und jetzt fangen wir umherum. Und hier kann man jetzt vielleicht ein Herz dazu. So, immer noch mit dieser Größe, die größte runde Tülle, machen wir, was ich nenne, die Tropfen. Und ich habe mit Creme überdeckt, damit wir die Lücke nicht sehen, ist schöner dann. Und versucht die Tropfen gleich groß zu machen. So. Auch dieselbe Größe, dieselbe Spritztülle. Wir spritzen jetzt die, was ich nenne, die dickere Blume oder zweifarbige Blume. Und das ist ein Tropfen von außen nach innen. Umherum. Jetzt mit einer anderen Farbe, selbe große, so diese runde 15 mm Tülle. Wir kommen hier ein bisschen in der Mitte von der anderen oder zwischen beiden Tropfen und wir spritzen nochmal. Und dann am Ende machen wir einfach einen Tropfen. Jetzt machen wir die farbigen Punkte. Wir machen mit derselben Tülle in die drei verschiedenen Farben einfach Punkte überall. So. Und jetzt würde ich ein bisschen in den Kühlschrank lagern, ein bisschen 2 Minuten, bis es kälter ist. Und dann werde ich mit meinen Fingern ein bisschen rund machen. Komme ich gleich zurück. So, die Cupcake war 10 Minuten im Kühlschrank und es ist schon hart genug, um mit dem Finger ein bisschen rund zu machen. Müssen die Finger ständig sauber machen, sonst machen wir die andere Farbe. Wir machen Flecken da. Jetzt machen wir mit der mittleren Größe, so 8 mm, was ich nenne die Schuppen. Und wir fangen in der Mitte, damit es symmetrisch ist. Und wir machen so einen Druckpunkt nach innen, ein bisschen wie die Tropfen.
aber flach. Also wir drücken ein bisschen unten. Wir können auch verschiedene Farben machen. Jetzt habe ich nur eine. Ihr könnt auch mit der kleineren oder die größten Tülle machen, aber so finde ich feiner. Und die Ende kann man auch ein bisschen runder hier machen. Jetzt machen wir so eine Fantasieblumen. Die Technik ist sehr ähnlich mit diesem großen, aber mit der mittleren Tülle macht ein ganz anderer Effekt. Wir spritzen draußen nach innen. Umherum. Machen eine zweite Reihe drauf. Und jetzt in der Mitte mit der kleinsten Tülle machen wir umherum. Wir fangen hier in der Mitte. So. Jetzt die letzte mit der kleinsten Rundtulle, die 6 mm, machen wir, was ich nenne, die Blumen-Cupcake. Und wir machen ein bisschen von ein Drittel vom Cupcake nach oben und wieder runter. Umherum. Jetzt mit der mittleren Große machen wir so ein bisschen in der Mitte und jetzt umherum. So sehen unsere Cupcakes aus, wenn wir mit runder Tülle spritzen. Die Rezepte für die Buttercreme, ich habe zwei eigentlich, eine amerikanische und eine Schweizer Buttercreme hier. Die, die ein bisschen glänzt, ist die Schweizer Buttercreme und die andere, die gelbe, ist die amerikanische Buttercreme. Aber beide Rezepte findet ihr unten auf die Videobeschreibung. Wir sehen uns nächste Woche mit einer anderen Tülle. Eine Überraschung wird für euch. Tschüss!